Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möser hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zur Buchmesse. Dirk Nowitzki ist heute da. Ja, da kommt er wieder früh. Habe ich auch gesagt. Aber ich glaube, ich habe schon einen. Dirk Nowitzki auf der Buchmesse oder wie man auch sagen könnte, endlich mal hoher Besuch. Ja. Der ist richtig gut. Ist gut. Aber ich habe auch noch einen. Pass mal auf. Basketball hätte Dirk Nowitzki ja überhaupt nicht gebraucht. Der ist ja schon bei seiner Geburt groß rausgekommen. Ja, ich finde den spitze. Ja. Oder wir machen es so. Nowitzki hat ja zum Abschluss seiner Laufbahn eine riesengroße Statue vor dem Maverick-Stadion bekommen. Wenn die Flugsicherung zugestimmt hätte, beinahe sogar im Maßstab 1:1. Ja, weil er so groß ist. Der ist echt stark. Ja. Also der Nowitzki. Ja komm, dann machen wir Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.